Mir gefällt es hier im Landkreis sehr gut. Ich finde die Gegend einfach sehr schön und ich finde auch die Menschen, die man hier immer wieder trifft und die neuen Orte, die ich auch durch das Owego-Theater immer wieder kennenlernen darf, sehr interessant und einfach unglaublich liebenswert. Hallo, ich bin Charlotte Bielefeld. Ich wohne im Moment in Winklern, eben im Landkreis Schwandorf. Ich bin hierher gezogen aus Nordhessen in der Nähe von Kassel und ich bin hier beim Owego-Theater als Bundesfreiwillige. Ich hatte gleich das Gefühl, als ich hier hingezogen bin, dass die Leute mich alle unglaublich freundlich aufgenommen haben. Eben zuerst beim Theater und dann auch andere Leute, die ich einfach durch die Arbeit und auch sonst so kennengelernt habe. Ich war immer gleich ganz aufgeschlossen und irgendwie hilfsbereit. Und ich habe mich einfach sehr schnell sehr wohl gefühlt hier in der Gegend. Mir hat es unglaublich gut gefallen und ich habe so viele nette Leute kennengelernt, dass es mir richtig hier ans Herz gewachsen ist, die Gegend. Deswegen, ja, ich bleibe jetzt auch hier. Ich werde jetzt hier studieren. Ich habe quasi so ein bisschen meine Ecke gefunden erstmal für die nächsten Jahre, wo ich gerne den nächsten Lebensschritt gehen möchte. Mit dem Owego-Theater darf ich ja ganz viele Orte kennenlernen quasi im Landkreis. Da verschiedenste Spielstätten haben wir ja und lernt man richtig schöne Flecken hier in der Gegend irgendwie kennen. Zum Beispiel in Pfreimd steht unser Fundus. Da drin sind eben sehr viele Andenken an alte Stücke, natürlich Requisiten und Kostüme für Stücke, die wir im Moment spielen und eben auch vielleicht schon die ein oder andere Planung für ein neues, zukünftiges Stück. Eine Sache, die mich besonders bewegt hat, irgendwie, als ich hier hingezogen bin, da wo ich aufgewachsen bin, gibt es nicht so viele Amateurtheatervereine. Das ist einfach da nicht gang und gäbe. Aber hier hat ja quasi jede kleine Stadt ihren eigenen Verein, wo auch sehr viele Leute eben aus der Stadt dran beteiligt sind. Und ich finde es unglaublich interessant und bewegend zu sehen, was die alle so machen in ihrer Freizeit. Auch zum Beispiel mit historischem Kontext, der sich hier in der Gegend abgespielt hat. Ich finde Schwandorf als Landkreis einen sehr schönen Ort. Einfach, es ist sehr naturbelassen alles. Also ich wohne, wie gesagt, in Winklern. Es ist ein schönes, kleines Dörfchen irgendwie. Da gehe ich gerne dann auch spazieren. Also es dauert nicht lange, dann ist man direkt schon in der Natur, irgendwie auf Feldwegen unterwegs. Und da kann ich ganz lange einfach vor mich hingehen und einfach mal den Kopf abschalten und die Natur genießen. Ich habe in dem gut einem Jahr, wo ich jetzt hier schon wohne, viele Lieblingsorte gefunden. Also Spielorte, wo wir waren, irgendwie zum Beispiel Burgen hier im Landkreis, wie zum Beispiel in Tannstein. Winklern an sich finde ich sehr schön, zum Spazierengehen und irgendwie mit der Natur verbunden sein oder kleine Cafés in kleinen Städtchen, wo man einfach für 2 Stunden sich mal reinsetzen kann und ein bisschen genießen kann. Ja, mir gefällt es hier sehr gut. Natürlich lebe ich hier.